Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Team Chaos Public. Zusammen mit der Asta, dem Manni, dem Toledo, dem Micha, dem Paul, dem Uwe. Wunderschön. Hallo. 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 Ich weiß ja nicht, was los ist, ne? Aber? Ja, genau. Was hast du denn? Hast du Kummer? Hast du Sorgen? Scheinbar hatte ich einen großen Strohhaufen, auf den ich, mit dem ich nicht klargekommen bin im Benz hier. Aber der MB-Track hat's geschafft. Alles wird gut. Genau, alles wird Knut. Alles wird gut, solange du wild bist. Oder wie war das mit den beiden wilden Kernen? Ich glaube so. Ja. Ja. Die Dame, die Herrin. Habt ihr denn das Wochenende gut verlebt? Es war ja traumhaftes Wetter. Ja. Bei dir habe ich schon. Bei dir hat man ja schon gesehen, Micha. Schön auf dem Bötchen. Ja. Aber war schön. Mein. Ja, auf jeden Fall. Ein spannender Einsatz. Hey, so können die von mir jetzt alle sein. War nichts los, oder? Wir waren eine Absicherung von unserer Strömungsseite. Wir haben eine Übung gehabt. Okay. Von der Brücke ins Wasser abgeseilt. Ah, okay, cool. Üben. Da habe ich ein bisschen Notruf gewählt, ein bisschen mit der Feuerwehr telefoniert. Haben auch Rauchwolken über dem Ort aufgestiegen sind, wo wir waren. Einer versucht seinen Rückkorb wegzubrennen, hat sein ganzes Tuja-Eck abgefackelt. Klassiker, glaube ich, ne? Ja. Wie dämlich kann man sein? Ja. Ich habe da angerufen, da habe ich gesagt, da steige ich riesen Rauchwolke auf, das ist nicht normal. Das ist jetzt der zweite Anruf, wir schicken mal die Feuerwehr hin. Dann ja. Ich wieder hin und abends habe ich einfach Leitstelle erfahren. Oh, jo, der hat mal sein Tuja-Eck abgefackelt. Er stand schon im Gartenstaub da und hat versucht, sein Heck zu löschen. Ja, schade aber auch. Ja. Lustig. Was man so halt unter lustig versteht, ne? Er fand's also wahrscheinlich. Ich fand's lustig, er glaube ich nicht. Ja, ich wollte gerade sagen. Weil es mitten im Ort war, also wirklich dicht an anderen Häusern. Ja. Bob, das kann auch teuer werden. Denn wenn er versucht, das Unkraut abzufackeln, weil das je nach Region nicht erlaubt ist, ist das dann mutwillige fahrlässige Brandstiftung oder grob fahrlässige Brandstiftung. Und dann muss der Feuerwehreinsatz zahlen. Okay, ja, krass. Und je nachdem, wie viel da kommt, wird das teuer. Es war also nur die Ortswehr brauchte, wurde nur gebraucht. Ich glaube, es war auch nicht viel Hecke. Außer ja. Ich habe da angerufen, zwei Minuten später war die Feuerwehr schon da, weil die wohnten nur drei Häuser weiter, haben die ihr Häuschen. Ja, klar. Also quasi den Schlauch von zu Hause auslegen. Ja, genau. Hätten auch direkt von der Wache den Schlauch legen können. Hätten es eigentlich aus dem Fenster schon sehen können, dass da gerade die Nachbarhecke brennt. Also ungefähr. Anfahrt auf Sicht. Ja. So ungefähr. Aber sie haben extra blaue Martinshorn angemacht, weil sie kurz in die Hauptstraße fahren mussten. Sehr, sehr vorbildlich. Und du hast deine Sommerreifen wieder aufgezogen? Korrekt, sagen wir fast endlich, ne? Also es war ja jetzt schon ein paar Tage gutes Wetter und ich habe es aber die ganze Zeit vor mir hergeschoben, endlich mal so die Sommerschlappen wieder aufzuziehen. Und, ich warte noch. Ja, ich habe jetzt auch spekuliert, aber ich dachte einfach, das wird schon klappen. Ey, bei mir ist das arbeitstechnisch so ein Zwiespalt. Ja, vom Wetter in meiner Region, ja. Schön und gut. Und wenn mein Chef mich jetzt Ende des Monats Richtung Hochsauerlandkreis schickt, wo es gerne auch mal Ende April, Anfang Mai noch mal kalt und Schnee geben kann, blöd. Ja, das stimmt. Das habe ich ja bei mir tatsächlich nicht. Und deswegen, genau, habe ich jetzt endlich mal die Sommerschlappen draufgezogen, die Winter runter und einmal sauber gemacht, wieder eingelagert. Und all sowas. Aber das war tatsächlich ganz. Naja, spannend in Anführungsstrichen. War ganz, ganz komisch. Sommer drauf gemacht und dann schnell zur Tankstelle. Und irgendwie beides 19 Zoll, aber komplett anderes Fahrverhalten irgendwie. Weiß ich nicht. Brauchte ich erstmal 3 Minuten, um mich
dran zu gewöhnen. Irgendwie die Sommer ging ein bisschen schwerer zu drehen gefühlt. Also, ich weiß nicht. Haben die anderen denn schon Sommerschloppen drauf? Morgen. Ich fahr Allwetter. Allwetter fahre ich auf dem Kleinen. Da ich habe mal eine Frage, Paul. Ja. Legst du da unten mit Stroh ab? Ja. Die Frage, wollen wir auf der 50 das Stroh auch verkaufen oder soll ich erstmal dahin fahren, Grobern? Also ich hab gerade verkauft, wie du gesehen hast. War ein wahnsinniger 1101 Euro. Ja. Ja, ist halt die Frage, ob wir warten, bis da dann auch das Stroh runter ist oder ob ich da schon mal grubbern soll. Du bist arbeitslos, meinst du? Ja, wenn ich immer auf dich warten muss, stehe ich halt viel. War nicht böse gemeint. Mhm. Du musst nicht so blöd kommen. Ja, dann grubber da unter, ich fahr zu Paul. Wo musst du denn verkaufen überhaupt? Hier in der Nähe, unten beim Heu und weiß ich nicht was Verkauf. Da wo auch die Mission gerade hin muss, bei der 36. Ja, da hätte ich fast gesagt, verkaufen wir das von der 50 und die 27 machen wir runter, oder? Ich muss auch gar nichts verkaufen. Ich kann halt auch die Sachen, die gerade wie heißt es denn? Höchstpreis haben oder einen guten Kurs haben, kann ich auch nehmen und verkaufen. Ich bin da völlig, völlig freier in dem, was wir tun. Darf man nicht verkaufen fahren? Manni, du kannst gerne verkaufen fahren, wenn du möchtest. Ja, mache ich das. Merci, merci, merci. Okay. Weil ich habe im Moment nichts zu tun. Ja, dann fahr verkaufen. Irgendjemand rauscht von euch beiden. Nee, nicht irgendwer rauscht, sondern ich habe mich gerade doppelt gehört. Ja, und es war ein dolles Rauschen dabei. Ich kann es nicht sein. Astra hat übrigens auch noch nichts zu tun. Die sucht auch noch Arbeit, die steht hier nämlich nur. Nee, Fake News, Fräulein. Ich sehe das. Ich guck gerade nach hinten, da sitzt du. So. Dip. Denn sonst gerade jemand ein Schmankerl, was er erzählen möchte. Ich bin gestern durch einen Eisenbahntunnel gelaufen. Warum läuft man durch einen Eisenbahntunnel? Wenn man es kann. Genau. Okay. Wir hatten die Möglichkeit, durch einen gesperrten Eisenbahntunnel zu laufen von der Feuerwehr aus, um uns den halt mal anzuschauen. Aber ist das was sich lohnt? Oder sieht man da Betonwände und ein bisschen... Keine Ahnung, hier mal Fluchtausgang und da mal irgendwie ein Signal. Ja, tatsächlich ist der nur 400 Meter lang, aber halt schon mal recht interessant zu sehen, wie dieser Tunnel so aufgebaut ist. Ja. War jetzt nichts Besonderes, hat auch keine speziellen Flucht- und Rettungswege oder so. Also tatsächlich einfach nur vorne und hinten raus, keine Mitte? Genau, der hat halt alle 10 Meter abwechselnd auf der Seite hat er so Fluchtnischen oder Verstecknischen. Halt der Zug kommt, dass du dich, ja. Dass du dich da reinschmeißen kannst. Ansonsten ein gemauerter Tunnel aus 1915. Okay, aber auch schon ein bisschen betagter dann, ne? Ja. Ja, gut, aber ist ja mal was Cooles, auch sowas einfach tatsächlich mal von innen zu sehen, weil sonst fährt man irgendwie immer durch und man fährt so schnell durch, dass man nichts erkennen kann. So ist ja auch mal ganz, ganz cool, wenn man da mal durchschlappen kann und einfach das weiß. Ja, der hat auch kein Licht, tatsächlich, der Tunnel. Haben andere Eisenbahntunnel Licht? Je nach Länge müssen die Licht haben, wenn du durchläufst. Okay. Also ich weiß, dass die U-Bahn in meiner Heimatstadt Hannover, die hat Licht unten. Ja, habe ich mich auch immer gefragt, warum, aber haben wir noch ein Lager auf dem Hof? Okay. Wir haben zwei Lager in der Theorie, ja. Einmal das vorne direkt an der Einfahrt und das eigentlich Originale. Das ist nämlich leer. Ja, dann nimm das vorne an der Werkstatt, unser Bodensilo quasi, unser Untergrundsilo.
Wenn doch jemand Arbeit sucht, also auf der 9 können Balden gepresst werden. Müssen wir nur einen leistungsstarken Trecker haben. Was ist denn leistungsstark? Ja, weiß ich nicht. Was braucht die Ballenpresse? Weiß ich nicht. Das frage ich ja. Die große Quaderballenpresse. Wo ist denn das Gerät, was dazu gab? Der Schlepper? Da bin ich gerade mit am Schwaden. Ah, okay. Ja, wobei Schwaden würde nicht ganz so viel Leistung brauchen wie Pressung wahrscheinlich. Welche Presse hast du denn? Ja, eine rote. Ja. Eine rote Quaderballenpresse. Das müsste die Kuhn sein. Ich glaube, es ist ein MF, oder? Eine Case. Aber ist auch egal, also, naja, ja, je nachdem, wenn Kuhn dran steht, braucht sie 195 PS, wenn nichts dran steht, doch, da steht Case dran, braucht sie 230 PS oder Massey Ferguson braucht 275 PS. Es wäre gut zu wissen, welche du hast. Ja, dann muss ich da gleich mal, ich kann noch kurz in den Big M tappen, der steht da. Ah, da wollte ich, warte, du hast die von Case, ist das. Ja, die von Case, ja. 230. Yes, genau, ja. Wollte gerade sagen, 230 PS. Gut, haben wir tatsächlich nicht. Was wir aber machen könnten, ich glaube, das Verkaufen von Stroh ist eher so eine Leidenschaft. ABM-Maßnahme. Ja. Und ich würde das Gespann jetzt zurückbringen, dann würde ich vielleicht vorbeikommen. Und entweder schwade ich dann gerne weiter oder wir tauschen irgendwie die Schlepper durch. Wobei das, was ihr hinten dranhängen habt, zu schwaden, braucht sehr viel Leistung. Oh Mist, was braucht der? Keine Ahnung, ich gucke. Weil das ist dieser riesen Bandschwader. Ja. Weiß ich nicht, ob du das kannst, Astra. Der ist für Lohndienstleistung leider reserviert. Ja. Aber ich habe hier noch nicht mehr viel. Ne? Der braucht nur 140 PS. Okay, ich habe nicht mehr so viel zum Schwaden. Wir haben Mähwerke am Hof. Ja, wir haben Mähwerke am Hof, genau. Wir sind doch bestens ausgestattet. Shit. Warum kann ich hier am Silo nicht laden? Du musst unter das Röhrchen fahren. Bin ich halt runter. Ich bin im Anflug, Manni. Kann ich tatsächlich gerade per so nicht sagen. Eigentlich sollte es gehen. Ist dein. Ja, hast du hinten noch die Klappe zu, das Dings drauf? Nein. Es sah gerade aus der Entfernung so aus, als wäre die Plane. Deswegen fragte ich nur. Achso, die liegt ist an der Seite aufgerollt. Okay, sorry. Warte. Auf R geht es mir nicht. Wuppala. Ah, Drehschemel. Ja. Du hast sie gekauft. Aber er hat recht. Nimmt der Anhänger das nicht an? Ich weiß gar nicht, was der Anhänger alles kann. Ich würde sagen, alles. Der Anhänger sollte alles können. Anhänger, der sollte alles können. Aber er nimmt nicht, ich kann nicht einladen. Sag mal, Toledo, haben wir schon mal aus diesem Silo ausgeladen? Also ich beim Testen ja. Micha, ich hätte mal. Ich. Warte. Geht jetzt? Ja. Geht jetzt immer noch? Nein. Der Trigger ist zu hoch. Jetzt? Ja. Jetzt läuft. Du Toledo? Ich glaube, das Loading-Marker-Icon ist das Problem. Wenn das so oben, weit oben ist, dann scheint er auch... Jo, ich lasse schon wieder fallen, sorry. Ich glaube, das ist das Problem. Ja, dann müssen wir es nochmal updaten. Ja. Hattest du jetzt eigentlich zwei Versionen gebaut oder die Version aktualisiert? Ich habe die Version aktualisiert. Ja, dann packen wir einfach die Aktualisierung drauf. Nö, weil da habe ich ja nur das Icon verschoben und nicht den Trigger. Ah, okay. Dann kriegen wir das schon hin.
Dann muss ich die Trigger weiter runterschieben. Was mich wundert, weil die sind auch nur kopiert von einem anderen Mod. Und da auf derselben Höhe. Wer weiß. Uwe, ich würde zu dir kommen, ne? Habe ich richtig? Okay. Ja. On my way. Mit meinem kleinen Silberross hier. Auf der 9, ne? Auf der 9. Ist ja eine Stunde unterwegs oder so. Habe ich das nicht eigentlich anders gemalt, das mit dem Gras? Ist das ein Synchrofehler bei mir oder habt ihr alle das halbe Gras im Silo? Oh, bei mir ist es im Gras. Silo. Habt ihr auch? Ja. Ich hätte geschwören können, dass ich es weggemalt habe. Ah. Ich habe meinen. Vergesst es. Ich muss es nochmal machen. Ja, dann warte, bis das Update drauf ist. Ja, alles fein. Ich kann euch sagen, warum. Mache ich in der nächsten Folge, sonst wird es zu lang. In diesem Sinne, liebe Leute, für den Moment sind wir erstmal fertig. Wenn ihr wissen wollt, was ich beim Umzug vielleicht falsch gemacht habe oder nicht, müsst ihr leider beim nächsten Mal wieder reinschalten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.